Hallo aus Malaysia. Aus Kuala Lumpur, genauer. Ja, wir waren in Kuala Lumpur und wollen da mal ein paar Worte zu verlieren. Ja, wir sind gelandet am Flughafen von Kuala Lumpur, der so ein bisschen außerhalb liegt, und sind dann mit dem Taxi in die Stadt reingefahren. Und wenn man mit dem Taxi auf Kuala Lumpur zufährt, also die Innenstadt, dann ist das natürlich schon sehr beeindruckend. Also die haben eine sehr krasse Skyline mit den Petronas Towers und den ganzen anderen Hochhäusern, und man merkt direkt, dass eine sehr moderne Stadt vor einem liegt. Und weil wir direkt aus von den thailändischen Inseln kamen, war das auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Kontrast. Ja, durchaus. Ja, und dementsprechend war auch unsere Unterkunft, weil wir haben wirklich in KLCC, also Kuala Lumpur City Center, gewohnt, in einem Hochhaus, und unser Zimmer lag im 53. Stock. Da muss man dazu sagen, also der Asiate an sich hat Angst vor 4. Und deswegen gibt es den Stock 53, dann den Stock 53a und dann den Stock 55. Ja, Weil Angst vor 4. genau, 4 vor 4 und so. Das war auf jeden Fall sehr abgefahren, weil wir dann eine Schlüsselkarte bekommen haben, die wir an den Aufzug halten konnten und dann auch genau nur in unseren 53a Stock fahren konnten und nirgendwo anders hin. Was irgendwie ziemlich eigenartig ist, so mit wie viele Menschen wir da wohl gewohnt haben, keine Ahnung, aber man sieht halt nur sich selbst. Und eine geile Aussicht. Natürlich, also ich war vorher noch nie so hoch und habe immer noch, also. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil die Fenster sind auch irgendwie so vom unteren Knie aufwärts. Und wenn man so wie ich jetzt nicht unbedingt voll heiß auf hohe Höhen ist, dann ist es ganz cool, wenn der Vorhang zu ist. Dann sieht man eben nicht 1000 Meter runter. Wenn man sich aber einmal dazu durchringt, dann kann man auf jeden Fall einen sehr geilen Blick auf die Stadt erhaschen. Genau, das ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Also es ist einfach hoch, hoch, hoch und glänzend und ja, genau. Die besagten Petronas Towers sind auf jeden Fall architektonisch eindrücklich. Sonst gibt es Eindrücklich. eindrucksvoll. Was ist eigentlich der Unterschied? Egal, das klären wir wann anders. Riesige Malls. So wirklich riesig groß, also Genau. Kleinstadtgröße. Und auch so groß, dass Bahnstationen reinpassen, nämlich mit dem Skytrain. Man muss allerdings dazu sagen, die Malls, die von außen so groß sind, stehen von innen zur Hälfte leer. Also es scheint. Also wenn alle Geschäfte, die eine Stadt braucht, ins Erdgeschoss passen und du noch 3 Etagen drüber hast, dann ist es natürlich schwierig, die 3 Etagen vollzukriegen. Oh, Überraschung. Deswegen Skytrain. Genau, deswegen Bahnhof einfach in die Mall mit reinbauen, und dann genau, mit der Skytrain, die halt auch in Höhe fährt, nicht so wie man das gewohnt ist, ebenerdig, nein, es wird natürlich alles hochgefahren. Genau, Kommt bitte. aber mit der Skytrain hervorragend, Entschuldigung. Nee, Nein, bitte bitteschön, ruhig. bitteschön. Überall hin muss man aber auch. Wir waren zum Beispiel in Brickfields, das ist das sogenannte Little India und ist auch erstaunlicherweise dem reichen Indien sehr ähnlich in klein. Also es gibt alles, was es in dem reicheren Indien gibt, nur noch reicher und ein bisschen sauberer. Und es riecht sogar nach Indien. Genau. Also zumindest der positive Ja, Geruch, den absolut. Indien hat. Total. Also, Diese geilen Gewürze und so und ja. Küche. Dann sind wir weiter nach Chinatown, braucht ja auch jede Stadt, jede größere Stadt, mit seinem ja, Fake Market. Also da kauft irgendwie keiner was, Ja, das war aber. irritierend. Das war eine riesig große Halle voll mit gefälschten Markenartikeln, und man wird von jedem angesprochen, ob man was kaufen will. Und wir haben keinen gesehen, der gesagt hat, ja, ich würde gerne was kaufen. Und wir fragen uns, wie sich dieser Markt überhaupt rentieren kann. Genau. Dann waren wir in Den, Damansara. genau, Damansara Heights. Ist so ein bisschen ein Villenviertel, wird vom Lonely Planet und von manchen Blogs als die beste Neighborhood weltweit gesehen. Das haben wir nicht so ganz verstanden. Es ist ganz hübsch und ganz nett da, aber Und es gibt eine sehr geile Cocktailbar. genau, das muss der Grund sein. Das Jungle Bird, die den Best Drink of the World verkaufen, und das stimmt auch. Geiler Rumdrink. Das war. Alleine für diesen Cocktail lohnt es sich, Kuala Lumpur zu besuchen. Genau.
Ja, ansonsten waren wir halt so in der Innenstadt noch. Also, es gibt quasi ein Kneipenviertel, Nee, Boutique Boutique Bitang. Bitang, wo wirklich eine Kneipe an der, wo sich eine Kneipe an die nächste reiht. Und interessanterweise haben wir herausgefunden, dass die Kneipe eigentlich alle einem Menschen gehören, also beziehungsweise einer Gesellschaft gehören und die einfach irgendwie 20 verschiedene Kneipen hingesetzt haben für jeden Geschmack, was dabei, von der Country-Kneipe über die Rock-Kneipe bis hin zum Reggae-Schuppen, aber eigentlich ist es alles ein und derselbe Quatsch. Ja, und viel mehr Kneipen und Bars findet man eigentlich gar nicht. Also es gibt noch völlig überteuerte und so super sophisticated Rooftop-Bars und halt Die dann den Hotels gehören, auf denen die Bars genau. drauf sind. Und das ist vielleicht, was sowieso an Kuala Lumpur eigenartig ist. Also es gibt auch zum Beispiel, Moment, genau. ich muss da noch kurz reingrätschen. Es gab eine Bar, die vielleicht etwas Interessantes hätte anbieten können, nämlich das Helipad. Ah ja. Das ist irgendwie ein ehemaliger, also tagsüber ist das ein Hubschrauberlandeplatz auf einem Hochhaus drauf und abends ab 18 Uhr ist da eine Bar drauf. Als wir da waren, war aber dummerweise Gewitter und deswegen möchte man da nicht oben auf dem Helipad stehen, weil windig, regnerisch und vor allen Dingen Blitzeinschlag gefährdet. Und dementsprechend war die Bar dann für uns, also viele sagen, das sei eine sehr coole Bar, ist es vielleicht auch, aber können wenigstens nicht viel zu sagen, weil wir durften halt nicht Aufs Dach. aufs Dach, was die Bar halt interessant macht. Genau. Genau, Fressmann wollte ich noch erzählen. Also, Fressmann, da wollte ich, genau. es ist einfach an genau zwei Straßen essen zu gehen. Einmal gibt es so eine große Streetfood-Meile, wo es alles Mögliche zu essen gibt. Und dann gibt es noch so eine Mittagessenstraße, wo halt die, ich vermute, die Bewohnerinnen von Kuala Lumpur mittags halt ihren Mittagstisch so einnehmen, die hat aber abends zu. Ansonsten ist es schwer, was Cooles zu finden. Wir hatten ein bisschen Glück, dass Luca uns eine Empfehlung ausgesprochen hat, nämlich das Halab. Dafür nochmal danke, Luca. Ja, herzlichen Dank. Weil es war nämlich auch überraschenderweise schwierig, arabisches Essen in Malaysia zu kriegen. Aber im Halab, und das war toll. Ja. Ja, also irgendwie, das fanden wir sowieso sehr komisch, dafür, dass es eigentlich ein muslimisches Land ist, ist es sehr schwer, irgendwie ja, arabische oder muslimische Kultur in Kuala Lumpur zu finden. Genau, es ist leicht, hinduistische Kultur zu finden, zum einen halt in Brickfields, in Little India, oder wenn man ein bisschen rausfährt zu den Batu Caves. Das sind krasse Höhlen mit halt einem Hindu-Tempel drin, und dann leben da noch ganz viele Affen, und das ist ganz interessantes. Und wenn man bei 80% Luftfeuchtigkeit und 35 Grad Außentemperatur die 400 Stufen zu diesem Tempel hinaufläuft und oben angekommen ist, dann zerläuft man auch. Aber der Ausblick ist ganz cool und die ganze Tempelanlage irgendwie auch. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, und sonst. Ja, wir haben einmal noch versucht, also ein bisschen hinter die Kulissen der malaysischen Geschichte gucken zu können. Da waren wir in einer Ausstellung, die hieß. Also das Ausstellungshaus heißt Ilham Museum. Ilham Gallery, genau, die Ilham Gallery. Und die Ausstellung, die wir gesehen haben, hieß Body of Politics. Und da haben verschiedene Künstlerinnen halt eben was über den politischen Körper in Kuala Lumpur erzählt. Und da war zumindest ein Anlass, nochmal weiter zu recherchieren, was Genau, weil die man Rolle von Kuala Lumpur überhaupt in Malaysia oder der Welt und man kennt die ist. Geschichte von Malaysia jetzt auch nicht so aus dem FF, also nicht aus dem Geschichtsunterricht zumindest. Nee, genau. Aber die Stadt selbst hat auch nicht so viel darüber erzählt, deswegen waren wir sehr, sehr dankbar über die Ausstellung. Ja, und sonst. Also man kann eigentlich sagen, Kuala Lumpur ist eine sehr gut sortierte Großstadt. Also Ja. es gibt wirklich alles, aber eben sortiert. Also man muss, wenn man, also es gibt nicht irgendwie sowas wie eine Vermischung von Sachen, dass es irgendwie ein Viertel gibt, wo man gleichzeitig irgendwie essen gehen kann, wohnen kann und abends noch ausgehen kann, sondern es gibt ein Ausgehviertel, ein Essensviertel und ein Wohnviertel. Es gibt ein Chinatown, ein Little India und ein Hinduviertel, aber findet irgendwie keine Vermischung statt. Und Ja. überraschenderweise dafür, dass die Stadt eigentlich ziemlich stark, also
dens bewohnt ist, ziemlich dicht besiedelt ist, ist auch der Verkehr gar nicht so schlimm, weil irgendwie, wir hatten das Gefühl, die Leute bleiben quasi in ihren Hochhäusern und verlassen den Petronas Tower einfach ihr Leben lang nicht. Weil da ist ja alles drin, was man zum Überleben braucht. Also eigentlich nicht, oder ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall hat sich der erhoffte kulturelle Melting Pot nicht gezeigt. Ist trotzdem auf jeden Fall krass, das mal gesehen zu haben. Reicht aber auch für ein paar Tage. Finde es ein bisschen schade, dass wir den Rest Malaysias nicht gesehen haben, weil ich mir ein bisschen mehr auf malaysische Kultur erhofft hatte. Aber Kuala Lumpur fällt, glaube ich, aus dem Land raus. Dann lass uns doch mit was Erfreulichem schließen, weil wir das am Anfang nicht getan haben. Genau. Geburtstage. Wir möchten gratulieren. Dem Tobi. Natürlich dem Valentin. Valentin. Und dem Petron. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich. Und wir melden uns dann wieder aus Vietnam. Tschüss. Tschüss.